euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage zu dir: Du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Los, Herr Jesus. Meine Lieben, weg mit dir, Satan. Du willst nicht das, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Ein hartes Wort. Damit zeigt uns der Herr, wie wichtig es ist, scharf zu unterscheiden, was will Gott und was wollen die Menschen. Und wir sollen beide Seiten kennen. Und wir sollen beide Seiten auch in uns selbst kennen. Denn wir haben beide Seiten in uns, solange wir hier auf Erden leben. Es ist wichtig, beides wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu sein. Auch wir folgen dem Fleisch, und oft versteckt sich das Fleisch in geistlichen, frommen Gewändern. Das heißt, wir tun kirchliche, fromme, heilige Dinge, aber unser Herz schiebt eigentlich nach Anerkennung, nach Stolz, was auch immer. Dass wir wirklich unser Leben nur rein als Opfer, jeder als Opfergabe an den Herrn sehen. Ob uns die Menschen loben oder ob wir kritisiert werden, ob man unsere Schwächen und Fehler akzeptiert oder ob man uns gerade deshalb daran festnagelt, um uns zu verletzen, zu erniedrigen. Es ist egal.
was die Menschen denken. Die Treue am Herrn ist das Entscheidende. Und wenn ich von den Menschen keine Anerkennung und keinen Dank bekomme und ich mir nicht einmal zusammen traue, ich habe mein Bestes getan, aber ich traue mir Sachen, ich habe mich bemüht, dann will ich froh sein und all mein Mühen, auch mein Ertragen, ja, der Hitze, der Krankheit, meiner leiblichen Schwierigkeiten und Begrenztheiten und vieles andere, alles als Opfergabe an den Herrn. Hier sind wir ganz nahe an dem, was der Herr will. Der Herr will, dass wir alles in Beziehung zu ihm setzen. Dass wir alles aus Liebe zu ihm tun und ihm als Geschenk geben. Und wenn es nur ein kleines Lächeln, eine kleine Freundlichkeit ist, die unbekannt bleibt. Jesus, für dich habe ich es getan. Und so wollen wir unser Leben, unseren Weg gehen. Wie er aussieht, Gott zeigt es uns. Wohin er uns stellt, durch seine Einsprechung, durch die Umstände, in denen wir leben, durch das Wort Gottes, durch die Lehre der Kirche, durch das Wort eines Priesters, durch das Wort eines Geigen, durch den der Herr zu uns spricht. Jeder ist gerufen, Werkzeug Gottes zu sein. Wenn Jesus den Simon Petrus fragt, für wen halten mich die Menschen? Geht es darum zu wissen, was denkt die Welt? Aber er fragt dann auch, für wen haltet ihr mich? Es ist immer die Frage, wer ist Jesus wirklich für mich? Für wen halte ich Jesus wirklich? Aus tiefster Seele. Und dass wir dem immer wieder auf die Spur kommen und das immer wieder ins rechte Licht rücken. Dass wir wirklich Jesus für den halten, der er ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf das kann Gott bauen. Beim ersten Papst, bei jedem Bischof, bei jedem Priester, bei jedem Gläubigen. Dieses urinnerste Geheimnis der Seele, zwischen der Seele und Jesus. Diese Erkenntnis der Seele, der es geht.